Moin liebe Leute, seid gegrüßt zu einem neuen How to Bile Tipps und Tricks Video in Ark Survival Wolft, wieder mal auf der wunderschönen Map Genesis 2. Ja, mein Name ist Lou und es soll heute um diese Konstruktion hier neben mir gehen. Diese erfüllt zwei Zwecke, zum einen ist sie sehr dekorativ und zum anderen kann man damit völlig energielos seine Base beleuchten. Und bevor wir damit starten, möchte ich euch bitten, wenn euch dieses Video gefällt, liked gerne. Abonniert gerne den Kanal, das Abo ist kostenlos und aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ja, ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr selber mal Rat braucht, wie etwas gebaut wird, beziehungsweise wenn ihr selber Ideen habt, die ich vielleicht mal umsetzen soll. Haut es mir gerne in die Kommentare, ich werde mir das durchlesen und sehr gerne werde ich das auch probieren nachzubauen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Diese Konstruktion, die ich selbst Pillar Lamp getauft habe, hat Anwendung gefunden in meinem 100 Abonnenten Special. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich werde euch mal den Link hier oben rechts reinpacken. Auf diese Idee bin ich eigentlich nur gestoßen, weil ich das Projekt Modern House angefangen habe und meinem Bro erzählt habe, dass ich gerne indirekte Beleuchtung haben möchte. Zusammen haben wir dann ein bisschen rumprobiert und letztendlich sind wir dann auf diese Idee gestoßen. Vielen Dank nochmal, Bro, für diesen Gedankenanstoß. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze zusammengebaut wird. Es gibt da auch noch ein paar Sachen zu beachten, aber das erkläre ich euch gleich. Um diese sehr dekorative Lampe zu bauen, benötigt ihr nicht viel. Ihr braucht eigentlich nur ein Fundament. Oder ihr könnt den Pillar natürlich auch so setzen, das ist völlig euch überlassen. Wenn ihr jetzt beispielsweise eine offene Base habt, ohne großartig Fundamente verbaut zu haben, dann könnt ihr selbstverständlich den Pillar auch so setzen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich benutze das jetzt hier eben mit einem Fundament. Sieht meiner Meinung nach optisch immer noch besser aus. Wenn jetzt beispielsweise hier eine Base drumherum gebaut wäre, dann würde das halt nochmal ein bisschen besser aussehen. So, dann benötigt ihr insgesamt vier Leitern. Diese vier Leitern baut ihr um diesen Pillar herum. Die snappen da ja wunderschön von alleine an. Und ihr benötigt einen Artefaktsockel. Dazu steigt ihr auf die Leiter. Am besten so in diese Position. Nehmt den Artefaktsockel, guckt ein bisschen runter, benutzt die Orbit-Kamera. Am besten so ein bisschen seitlich. Und um sie mittig zu platzieren, guckt ihr einfach ein kleines bisschen immer wieder höher. Und dann könnt ihr schon sehen, die Abstände hier sind so ziemlich gleich. Das Problem ist nämlich, dass der Sockel jetzt hier vor meinen Füßen, da geht so eine Schräge nach oben. Und die guckt auch ein kleines bisschen raus, fällt aber nicht weiter auf, ist überhaupt nicht schlimm. Es geht lediglich darum, dass die Struktur, die jetzt über den Pillar hinaus guckt, dass das auf allen Seiten gleichermaßen ist. Ja, wenn ihr das getan habt, platziert ihr einfach den Sockel, springt runter und dann könnt ihr ein Artefakt eurer Wahl nehmen, um das da drauf zu platzieren. Mein Favorit ist dieses blaue und das werde ich jetzt hier auch verwenden. Das ist das Artefakt der Starken oder Artefakt der Starke. Ja, der Starke halt. das platziert ihr einfach hier drin und schon habt ihr dieses Artefakt als Lampe verbaut. Es gibt jetzt noch eine zweite Variante, wenn ihr das nicht als Dekoration nutzen wollt, sondern wirklich als Beleuchtung für eure Base. Das zeige ich euch gleich, da habe ich schon mal was vorbereitet. Und ihr könnt natürlich, so wie ich das bei meinem Modern House gemacht habe, sowohl den Pillar als auch die Leitern und den Sockel könnt ihr einfärben. Ich habe jetzt beispielsweise braune Färbung für den Pfeiler genommen und Türkis für die Leitern, das kann ich euch hier nochmal zeigen. Der Sockel selber ist auch türkis geworden und dann kommt das halt so zum Stande. Das Geile ist natürlich, dadurch, dass diese blaue Beleuchtung da auch so ein bisschen einen türkisen Stich hat,
wird dieser Sockel nochmal extra beleuchtet. Also das sieht aus, als würde er halt türkis glühen. Und die Spiegelungen auf dem Sockel selber, da zwischendurch sieht man sie, die finde ich auch überhaupt nicht verkehrt. Ja. Das ist eigentlich schon das ganze Hexenwerk, um diese dekorative Lampe zu bauen. Ich habe euch jetzt mal hier noch vorbereitet die verschiedenen Pillarsorten mit den verschiedenen Leitern, die es so in Ark gibt. Ich habe zwei Favoriten. Zum einen wäre es halt das Metallleitern mit Metallpiller. Und dann gibt es noch den zweiten Favoriten, den ich habe. Und zwar ist das hier. Der Lehmpiller mit Metallleitern. Das ist mein absoluter Favorit. Ich finde, das sieht einfach nur mega aus. Diese Konstruktion, diese Mischung aus den Materialien gefällt mir persönlich am besten. Und ja, das ist halt mein absoluter Favorit. Ja, dann haben wir hier Holz mit Metallleiter, Stein mit Metallleiter. Sieht auch nicht verkehrt aus. Das Problem hier ist, der Artefaktsockel, der verschwindet mit der kompletten oberen, ja, mit dem oberen Sockel halt im Metall oder im Steinpiller. Ja, dann hier halt Metall mit Metall. Und hier haben wir Tech mit Metall. Und das mit den Tech-Pillern, das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Also, ja, das passt irgendwie überhaupt nicht. Ja, dann habe ich das halt hier nochmal mit den Tech-Leitern gemacht. Hat natürlich auch was. Aber ich finde, das ist für diese Lampe ein bisschen too much. Ja, die Lehmleitern, die kann man überhaupt nicht gebrauchen. Die sehen einfach nur kacke in meinen Augen aus. Und ja, kann man nicht wirklich verwenden. Die Holzleitern selber, die haben auch noch mal ein bisschen was. Auf Metall jetzt nicht, aber hier zum Beispiel beim Stein hat das schon mal was. Beim Holz selber natürlich auch. Und ja, bei dem Lehmpiller sieht das auch nicht verkehrt aus. Ja, das ist so die Mischung aus den einzelnen Leitern und Pillersorten. Und wie gesagt, ihr könnt natürlich jedes Artefakt nehmen, was ihr verwenden wollt. Ja, da zeige ich euch gleich nochmal, wie das mit unterschiedlichen Artefakten aussehen würde. Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Part. Und das ist nämlich etwas, was ihr wirklich beachten müsstet, wenn ihr das zum Ausleuchten eurer Base haben wollt. Dazu switchen wir jetzt mal eben in meine Vorbereitung rein. Und zwar habe ich diesen wunderschönen hässlichen Klotz vorbereitet. Der dient jetzt, um euch zu demonstrieren, was es auf sich hat mit dem, was ihr beachten müsst. Und zwar ist das hier jetzt so vorbereitet, wie ich das gerade eben aufgebaut habe, euch gezeigt habe. Und jetzt gehen wir da einfach mal bei. Und das wollte ich eigentlich nicht. Und jetzt nehmen wir mal das Artefakt. So, ich habe die Wände eingefärbt. Das Beste, um das zu demonstrieren, ist hellbraun. Dann werden die Wände nämlich im Prinzip in eine Farbgebung gebracht. So. Und ihr könnt jetzt sehen, hinter dem Artefakt ist gut beleuchtet, links davon ist relativ gut beleuchtet, rechts ist auch relativ gut beleuchtet. Aber nach vorne hin, wo die Schräge hinläuft, ihr seht den Unterschied, da ist so gut wie keine Beleuchtung. Das ist einfach nur die Restbeleuchtung von dem Artefakt selber. Der Lichtkegel geht aber tatsächlich nur in diese drei Seiten hinein. Und da müsst ihr halt drauf achten. Wenn ihr bestimmte Bereiche in eurer Base ausleuchten wollt mit dem Artefaktlicht, dann müsst ihr die Schräge von dem Sockel immer entgegengesetzt setzen. Ihr wisst, ihr habt drei Richtungen, in die es leuchtet. Und dann würde ich dementsprechend da, wo ihr keine Beleuchtung braucht, die Leiter setzen und von dort aus dann auch den Artefaktsockel draufsetzen. Ja, das ist das, was ihr beachten müsst, wenn ihr das als reine Beleuchtung setzen wollt. Jetzt zeige ich euch eben nochmal die Konstruktion, wenn ihr das nicht als dekorative Lampe nutzen wollt. Und zwar setzt ihr einfach ganz normal weiter die Pillar, die ihr setzen wollt. Nehmt weiterhin Lampen. Leitern, nicht Lampen. Und die setzt ihr euch halt komplett so, wie ihr es haben wollt.
Das ist da schon wieder zu wenig. So, und schwuppdiwupp habt ihr indirekte Beleuchtung aus dem Pillar heraus. Und zudem, wenn ihr jetzt beispielsweise hier oben jetzt noch Decken ransnappt, dann hat der eine stützende Funktion und gleichzeitig ja, leuchtet ihr euren Raum damit aus. Ja, das ist die zweite Variante, die indirekte Beleuchtung ohne dekorativen Zweck. Ich meine, die Leitern selber, die sind ja auch schon dekorativ. Ihr könnt natürlich hier oben könnt ihr noch einen Artefaktsockel setzen und könnt dann die Beleuchtung noch ausweiten. Das wird dementsprechend dann auch noch ein bisschen heller. Aber das ist so das Grundprinzip davon. So, das war es soweit jetzt erstmal. Jetzt zeige ich euch eben nochmal, wie das mit den unterschiedlichen Artefakten aussieht. Das blende ich euch jetzt noch eben so als kleinen Teaser rein und möchte euch an dieser Stelle nochmal bitten, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte einen Daumen, abonniert sehr gerne deinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Oh, yeah.